Denkmal. Und wenn ich dann das Lied für dich passieren lasse, was Lukas gerade gesungen hat, das Lied von der Freiheit, dann ist es mit der Freiheit ja ähnlich so wie mit der Gesundheit. Man weiß sie immer erst dann zu schätzen, wenn man sie nicht mehr hat. Und ich glaube, wenn man so Richtung Türkei beispielsweise sieht, dass es dort viele Menschen gibt, die gerade diesen Prozess durchleben, dann stelle ich auch fest, wenn ich an die grünen und roten markierten Länder dieser Erde denke, dass wir in Europa, in der Europäischen Union, Gott sei Dank, zu den grün markierten Ländern gehören, was aber durchaus dann selbstverständlich ist. Und wir haben oft die Erfahrung gemacht, wer die Geschichte nicht kennt, ist dazu verurteilt, sie noch einmal zu erleben. Und auch daran erinnert dieser Obelisk, dass man das Bild, was man darin sieht, zum Nachdenken anregt und auch man darüber nachdenken sollte, wie geht es eigentlich weiter in der Zukunft. Was macht die nächste Generation mit dem, was wir haben? Was hinterlassen wir denn der nächsten Generation an Werten, an Strukturen, an Konfliktlösungsstrukturen vor allen Dingen? Das ist ja das, was die EU unter anderem ausmacht, dass Konflikte eben nicht mit Gewalt gelöst werden, sondern demokratisch, durch Gespräche. Und wenn ich so bei uns das Beispiel jetzt sehe, wie lange die Sondierungsgespräche dauern, bis wir denn zu einer Regierung kommen, auch das ist ein Zeichen von Demokratie, dass wir uns in diesen Ländern die Zeit nehmen müssen, um Konflikte durch Diskussionen, durch Kompromisse und durch Überzeugungen zu lösen. Und wenn dann halt etwas länger dauert, dann nehmen wir das hin, aber die Zeit, die die Niederländer gebraucht haben zur Regierungsbildung, haben wir ja noch nicht erreicht. Aber, meine Damen und Herren, lassen Sie mich noch zwei Worte zu Grenzen sagen. Ich hörte heute im Radio eine interessante Reflexion über den Begriff Grenzen. Was so alles mit dem Begriff Grenzen verbunden ist. Ich denke da an unser Schild, was wir im vorigen Jahr aufgestellt haben, am Wieler Meer, das Freundschaft heilen, was Grenzen teilen. Da wird der Grenzbegriff eher negativ gesehen. Wenn ich den Begriff Ausgrenzen nehme, dann ist das natürlich noch negativer. Aber es ging denn darum, können Grenzen auch was Gutes sein? Und da wurde dann weiter darüber nachgedacht, dass die Freiheit des einen ja bewusst da endet, wo die Freiheit des anderen anfängt. Also ich muss eine Grenze haben, nämlich zwischen meiner Freiheit und der Freiheit des anderen. Und das ist eine ganz interessante Betrachtung, wo ist eigentlich diese Grenze? Kann ich die auch im Spiegel finden?